Zum Redaktionsschluss heute 18 Uhr war folgender Stand bei den Corona-Infektionen in Ostsachsen und Südbrandenburg zu verzeichnen. Derzeit meldet erneut nur der Landkreis Bautzen neue Erkrankungsfälle. Hier sind 5 weitere Infektionen gegenüber gestern gemeldet worden. Damit sind insgesamt 480 Erkrankungsfälle erfasst. 449 sind bereits wieder genesen. Im Landkreis Bautzen sind derzeit 114 Personen nachweislich an Covid-19 erkrankt. Im Landkreis Görlitz ist seit dem 6. Mai keine Neuinfektion gemeldet worden. Hier sind insgesamt noch 29 Menschen infiziert. In den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße sind auch keine neuen Fälle bekannt. Alle Erkrankten im Spree-Neiße-Kreis sind wieder genesen.